So, good morning in the morning, meine Lieben. Ups, das war der Koffer. Wir sind jetzt am Flughafen in Hurghada. Am alten Flughafen sind wir hier. Und ja, was soll man sagen? Mein Koffer wurde viel zu spät abgeholt. Ich habe auf ihn gewartet und gewartet und gewartet und er kam nicht und kam nicht. Dann bin ich vorgegangen, habe ich ihn gesehen, habe gesagt, ja, die Koffer stehen vor der Tür. Dann waren wir noch schnell frühstücken, haben schnell ausgecheckt und dann wurden wir abgeholt von einem Mitarbeiter von Schauinlandreisen. Und dann hat er uns so im Bus, also wir waren die einzigen im Bus mit dem Fahrer, und dann hat er uns so gefragt, wie unser Urlaub war, ne? Hast du hier Internet? Ja, aber da ist alles arabisch. Achso. Dann hat er uns halt gefragt, wie unser Urlaub war, also auf Englisch. Also der war richtig nett gewesen. Und dann haben wir gesagt, schrecklich. Und dann hat er uns gefragt, was passiert ist. Dann haben wir ihm das alles erzählt und der war schockiert. Der war so schockiert. Der hat gesagt, der hat sich 1000 Mal bei uns entschuldigt und meinte, das geht gar nicht. Und auch unser Reiseleiter, was der für eine Nummer abgezogen hat, uns das Geld nicht gegeben hat, obwohl wir im Krankenhaus waren, hat er gesagt, es ist eine Sauerei. Der hat gesagt, er wird zum Hotel fahren und sich dort beschweren und mit ihnen reden. Der ist halt nur nicht für Deutschland zuständig, sondern für, ich glaube, Russland und für andere Gebiete, also jetzt nicht für Deutschland, weil er halt kein Deutsch kann. Und dann hat er gesagt, dann geht er noch ins Office, also ins Büro, wird nochmal mit dem Manager dort sprechen und wird ihm das alles schildern, damit wir unser Geld für den Ausflug auf jeden Fall wiederkriegen, für den anderen nicht, weil da haben wir es leider nicht schriftlich. Da haben wir ja, glaube ich, 25% verloren. Das ist aber auch eine Menge. Aber für den einen, wo wir im Krankenhaus waren, meinte er auf jeden Fall. Und wir sollen uns in Deutschland nochmal bei Schau ins Land reisen beschweren. Genau. Das geht gar nicht. Das Zimmer von meiner Tante wurde zum Beispiel nie geputzt. Gar nicht geputzt, ne? Zweimal nicht geputzt. Nee, zweimal, die waren putzt. Ach, die waren nur zweimal. Von wie vielen Tagen denn? Zehn. Von zehn Tagen? Acht. Zweimal haben die geputzt. Aber Hauptsache, wenn du rausgekommen bist, fragt er dich, wie es dir geht und so, ne? Aber hat nicht geputzt, ey. Also die Hygiene war dort, also mit Sauberkeit, schrecklich. Also wirklich schrecklich. Also es ist höchstens ein 2-Sterne-Hotel. Der Reiseleiter meinte auch, wir hätten in Hurghada in der Stadt ein Hotel nehmen sollen, das viel, viel besser ist. Weil hier, wo, also wir waren in einem richtig schlechten Hotel. Hat er auch gesagt. Ja. Ja, genau. Und das, ach so, genau, dann sind wir hier hingekommen, dann hat uns direkt so ein Typ die Koffer abgenommen und dann gibt meine Tante ihm 2 Euro, dann sagt er so 5 Euro, und dann gibt sie ihm noch 1 Euro. Und auch die Kontrollen hier, richtig viele Kontrollen. Und dann wollte der eine auch noch, der hat unsere Sachen aufs Band gegeben, da wollte der auch noch mal Geld haben. Also die sind hier also ganz schön dreist, was das Geld angeht. Also wirklich ganz schön dreist, muss ich sagen. Das ist schon, ich finde, Trinkgeld gibt man freiwillig, aber nicht dass man so gezwungen, dass sie das so verlangen von einem. Und ach so, genau, und dann der meine Koffer aus dem Hotelzimmer, also aus dem Hotel geholt hat, dem habe ich dann eine Schokolade gegeben als Trinkgeld. Und dann musste ich ihm das noch unterschreiben, dass ich ihm die Schokolade gegeben habe. Ich so, wozu? Ja, damit, dass er die behalten darf und aus dem Hotel rausnehmen darf. Ich so, es ist nur eine Schokolade. Muss ich ihm noch unterschreiben mit Vorname, Nachname, Unterschrift, Zimmernummer, dass ich ihm die Schokolade gegeben habe. Ich mir denke, Alter, es ist nur Schokolade. Ja. Ja, aber das ist hier. Und da meinte der Reiseleiter jetzt im Bus, ob wir nochmal wiederkommen. Und ich so, nein, nie im Leben. Nie im Leben kommen wir wieder zurück. Also, never ever. Mein einziges Ziel war Ägypten, dass ich die Pyramiden sehe. Habe ich nicht gesehen, weil ich krank war. Aber ich komme hier auch nicht wieder hin. Nie wieder. Ich kann es euch auch nicht empfehlen. Vielleicht hatten wir einfach nur Pech, weil der Reiseleiter, wie gesagt, im Bus jetzt total nett war. Und auch gesagt hat, dass das nicht möglich ist, was uns passiert ist.
aber ich komme hier nicht mehr wieder hin. Nie wieder. Und dann habe ich ihm genau noch am Ende noch einen Flyer von ihm gegeben. Also von mir. Und das war der Erste, der sich über den Flyer gefreut hat und sich bedankt hat. Die anderen haben so, was haben die gesagt? So, weiß ich nicht, aber das war der Einzige, der sich gefreut hat über den Flyer. Wo ich mir denke, ey Mann, es gibt hier auch nette Menschen, nur irgendwie sind die uns nicht so oft hier begegnet. Ja. Genau. Später gibt es noch ein Fazit zum Urlaub, ne? Oder willst du noch ein Fazit zum Urlaub sagen? Bist du doch, oder sagen wir später? Wir können später sagen. Nee, später können wir ja Fazit zum Urlaub sagen. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, bei mir, für mich gibt es 0 Sterne, minus 10. Das war der allerschlimmste Urlaub für mich. Das war schlimmer als Afrika. Ich hätte nicht gedacht, dass man das toppen kann, aber tatsächlich, es geht. Es geht, der schlimmste Urlaub ever. Leute, wir sitzen jetzt in der S-Bahn am Düsseldorf Flughafen. Kommt mal von Düsseldorf, weil wir müssen jetzt erst vom Flughafen zum Düsseldorf Hauptbahnhof fahren und dann vom Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof. Also es gibt keinen direkt vom Flughafen bis nach Essen. Ich glaube nicht, oder? Wir haben es bisher nicht gefunden. Warte kurz. Und wir hatten wieder, ey, das hat mich so aufgeregt. Meine Tante war in Ägypten, hat da noch was gekauft in so einem Shop, ne? Das muss ich euch sagen, wie die betrügen und lügen, Leute. Das ist unglaublich. Dort stand auf diesem Dingsbums 25 Euro, ne? Und du hast 25 Euro bezahlt und auf dem Kassenbon stand dann 20 Euro. Da hat sie um 5 Euro betrogen, sogar das Kassensystem hat betrogen, weil die Quittung war 20 Euro. Und ich hätte mich beschwert, ich hätte gesagt, ich möchte mit dem Chef sprechen. Ey, das ist doch Betrug, das ist Betrug, ne? Und meine Tante hat gesagt, ach egal, ich schenke ihm doch keine 5 Euro. Also ich finde das kackendreist, wie die hier betrügen und alles, also das geht gar nicht. Und dann war noch, genau, dann haben wir gesagt, wir möchten gerne am Fenster sitzen, hat der Typ gesagt, ja okay, alles klar. Wir dachten, wir sitzen am Fenster, ich bin davon fest ausgegangen, wir sitzen am Fenster, dann rennen wir so, wer schneller am Fenster sitzt, ne? Und wisst ihr was, wir saßen nicht am Fenster, das ist so ein, nee, ich habe mich da hingesetzt, dann kam so ein Typ und meinte, er hat den Fensterplatz. Dann habe ich mit ihm diskutiert und gesagt, nee, ich habe den Fensterplatz, bis dann der Stewardess dann kam. Dann musste ich ihn da sitzen lassen und dann hat meine Tante aber auch gesagt, der hätte mich aus Höflichkeit einfach am Fenster sitzen lassen können. Aus Höflichkeit, einfach zu sagen, ach komm, ist doch egal, ich setze mich dann am Rand. Ja, und das ist meine Tante in der Mitte und ich saß am Rand. Ja, und seit dem Flugzeug habe ich jetzt, muss ich die ganze Zeit niesen und muss meine Nase putzen. Ja, ich weiß nicht, was da los ist, aber Flugzeug war voll. Wegen der Klima, Flugzeug war voll und unsere Koffer haben wir als einer der ersten abgegeben und unser Koffer kam als einer der ersten raus, ne? Ja, also immer als erstes abgeben, dann kommt euer Koffer direkt. Genau. Und jetzt, was solltest du sagen? Ja, in Essen Hauptbahnhof, ne? Mhm. Das waren die Züge ICE nach Flughafen. Aber hier fährt kein ICE. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sag mal, wie hat dir der Urlaub, wie viele Sterne gibst du dem Urlaub? 0 bis 10? Ach, ich weiß nicht. Ich bin froh,
Was ja, wie viel gibst du? Sag mal. Also, 4. 4? Ich gebe 0 Sterne. Ja, in Strand war sehr schön. Strand? Die Leute waren und Tante sagte, Strand war schön, die Leute waren dort nett. Ja. Ich fand es nicht so. Sonst war. Also ich fand's, ich kann leider nichts Positives sagen. Ich kann euch wirklich nicht empfehlen, nach Ägypten zu fliegen. Vielleicht hatten wir einfach nur Pech und das falsche Hotel und alles möglich. Aber ich muss sagen, es war der schlimmste Urlaub meines Lebens. Also das war, ich würde nie wieder in meinem Leben fliege ich nach Ägypten. Ey, wir haben so viel Geld dafür ausgegeben. Wenn ich euch sage, wie viel wir für diese Pauschalreise bezahlt haben, was wir da an Ausflügen dagelassen haben, dann werdet ihr euch den Kopf schütteln. Dann werdet ihr den Kopf schütteln. Und ich habe gerade gesagt, als wir hier in Düsseldorf am Flughafen waren, die Hygiene. Ich so, guck, die Fenster sind hier, die Scheiben sind hier sauber. Guck mal, wie sauber das aussieht, wie schön das dekoriert ist. Dass du direkt Lust hast, da was zu essen zu kaufen. Also die Hygiene ist hier tausendmal besser. Und ja, ich habe auch sehr wenig gefilmt. Ich habe, als ich dann krank war, so gut wie gar nicht mehr gefilmt. Weil mir dann, ehrlich gesagt, ja, mir ist die Lust vergangen zu vloggen. Mir ist die Lust vergangen, weil es so scheiße war. Und ich euch nicht noch ein 10. Tag sagen wollte, wie scheiße Ägypten ist. Deswegen habe ich dann die nächsten Tage nicht mehr gevloggt, weil wir eh nichts gemacht haben, außer wir lagen am Strand, was auch nicht so geil war. Ja, also ich kann nichts Positives berichten. Wir werden jetzt eine Beschwerde einreichen bei Schau ins Land, beim Reiseveranstalter, plus nochmal die Auslandskrankenversicherung anschreiben, damit sie unsere Rechnungen bezahlen. Also so PCR-Tests und so weiter, weil ich das aus eigener Tasche bezahlen musste. Übrigens wurde das auch nicht kontrolliert, der PCR-Test. Ach genau, haben wir das schon zum PCR-Test gesagt? Meine Tante musste ihren Reisepass zeigen und da kamen zwei. Einer kam aus dem Krankenhaus und der hat diese Dinger in die Nase getan. Aber das war wohl nicht so schlimm gewesen. So, und der Arzt hatte keine Maske und nichts. Und bei mir kam der Arzt, hat nicht mal meinen Reisepass verlangt, und hat dann die Dinger so richtig tief reingesteckt. Das war auch ganz lustig gewesen. Aber, ja, und dann hatte der meine ganzen Daten vom Reisepass, obwohl ich ihm meinen Reisepass nicht gegeben habe. Ja. Genau, deswegen verabschieden wir uns hiermit. Eigentlich wollten wir dieses Jahr nochmal wegfliegen. Aber das hat sich, glaube ich, erledigt. Nach diesem Urlaub haben wir keine Motivation, keine Lust mehr, so viel Geld ja, wegzuschmeißen. Ja, aber ihr könnt gerne Feedback da lassen, abonnieren, kommentieren, Daumen hoch und die Glocke aktivieren, damit die Kasse klingelt für den nächsten Urlaub. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!